Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars vs. Gaming. Wir sind wieder in ein paar Warm Team Thrones Revenge Mod und wir müssen jetzt einfach gucken, dass hier die ihr Fett wegkriegen, die frechen roten Leute von The Great Madrid. Wir haben hier Denon eingenommen von der Eriado Autorität, worauf ich sehr stolz bin, was mich sehr, sehr glücklich macht. Das ist uno problemo. Bevor wir das vergessen, lasst uns die da reinpacken. Obra Sky ist eine Möglichkeit. Huiuiuiui. Das dürfte spannend werden, weil die Chariots sind im Prinzip kein Problem für uns. Das Einzige, was wirklich ein Problem sind, sind die 4 ATAAs, die die haben, und die eine Floating Fortress. Das sind Probleme für unsere Flugeinheiten. Und die Selbstzerstörungsfunktion der Chariots. Die, weiß ich nicht, können die Reinforcement Points... Ah, Mist, die gelten als Infanterie. Das ist natürlich nervig. Aber die fliegen wahrscheinlich auch nicht nur. Ich gehe ein großes Risiko damit ein, weil ich will diese AT-AT-Fabrik da haben. Die kostet, glaube ich, 1500 Credits. Die haben wir schon ausgegeben. Die könnten wir jetzt einfach wegnehmen. Aber ich gehe einfach davon aus, dass wir das gewinnen. Ich hoffe zumindest, dass wir das gewinnen. Wir bräuchten eigentlich 3 Flugeinheiten mehr und ein AT-AT und eine Artillerie mehr, um das hier zu gewinnen. Aber... Oh, das ist allerdings tricky. Wir haben natürlich jetzt absolut keine Knete. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Ihr hier lang, da haben wir auch einen Anti-Fahrzeugturm. Du darfst hier lang kommen. Du darfst hier lang kommen. Wir müssen gucken, dass die halt in keinster Art und Weise hier uns Probleme machen können. Ihr fliegt schon mal hier runter. Zum Glück haben wir 3 Repair Stations. Das dürfte uns einiges bringen. Und ihr könnt vielleicht direkt hier lang. Die Mandalorianer müssten relativ schnell besiegt sein. Tybazan ist schon direkt da. Mal gespannt, wie der so drauf ist im Endeffekt. Das könnte das Ende für Obra Sky hier sein, was ich nicht möchte. Aber gut. Ja, komm, nimm die erstmal die Floating Fortress. Das ist gut, wenn hier sonst nichts ist. Können wir die relativ schnell besiegen, hoffe ich. Ah, die ist nicht nett meinen Flugeinheiten gegenüber. Okay, nehmt euch die Infanterieeinheiten. Wartet, lasst uns einmal kurz gucken. Okay, der hat nur Sprint. Der hat keine Möglichkeit, unsere Einheiten zu bestechen. Das ist schon mal nett. Ihr setzt euch alle in Deckung. Ihr nehmt hier weiter die Infanterie. Du haust ab. Ich will hier kein unnötiges Risiko eingehen. Du nimmst weiter die Infanterie, aber die Floating Fortress hat schon fast die Hälfte ihrer Leben verloren. Oh, das ist nett. Es ist sehr schade, dass wir... da kommt eine ATAA. Nicht gut. Die beiden Chariots könnten wir vielleicht gegen die ATAAs einsetzen, wenn wir Glück haben. Und du darfst dich mal aufbauen. Ihr dürft alle hier lang. Der Firehawk darf hier lang. Kommt da mehr? Ah, es sind alle ATAAs jetzt anwesend. Das ist mehr als nervig. Aber wenn wir die weg haben, haben wir die weg. Komm, du darfst ein Stückchen hier lang. In der Hoffnung, dass die Artillerie dann hier mitarbeiten kann. Die Chariots sind nicht die stärksten Waffen, aber sie können ein bisschen was machen. Und solange die ATAAs sich auf die Chariots konzentrieren, können wir vielleicht mit unserer eigenen, den Flugeinheiten hier, gehen wir hier drauf. Erste ATAA ist vernichtet. Nummer 2, ihr 3 geht mal hier runter, für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Zweite ATAA, jawohl, die konzentrieren sich absolut nicht auf unsere Flugeinheiten. Die Hälfte der ATAAs ist vernichtet. Du darfst mal abhauen und dich reparieren lassen. Du kommst nochmal hier hinten ein Stückchen hin. Du darfst dich auch reparieren lassen und dann haben die nur noch eine einzige ATAA jetzt. Das ist sehr gut, die hier ist und dann hoffentlich von der Infanterie vernichtet wird. Die Floating Fortress dürfte gleich hoffentlich auch Schrott sein. Komm, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Jawohl. Und der Juggy darf da lang kommen. Hier auf die Infanterie hier. Tybazan muss irgendwo sein, wo ich es gerade nicht weiß, wo er ist. Das ist aber schön. Wo haben wir hier die Repair Stations? Ich finde sie gerade nicht. Es ist aber auch egal. Was ist mit unseren... Die sind wieder gut drauf. Jetzt kommen die ganzen Chariots.
Das kann schwierig werden, weil die hier ihre Selbstzerstörung machen können. Das sind so die Einheiten, die mich jetzt noch in die Knie zwingen könnten. Aber ansonsten haben die doch, glaube ich, nichts mehr, oder? Fehlt noch ein paar Mandalorianer. Da kommt eine Bombardierung auf meine... SP... Ah, komm schon. Oh, das darf nicht wahr sein. Eine weitere Einheit, die wir verloren haben. Und das war eine wichtige Einheit. Ah, das nervt mich jetzt aber, weil... Ich habe die Bombardierung gesehen und hatte sogar noch die Möglichkeit, quasi abzuhauen. Bin dann abgehauen, aber naja. 39 von den Chariots haben die, das weiß ich jetzt. Weil es kommt immer 3. In so einer Einheit. Hä? Ich hatte alle ATAAs vernichtet. Das weiß ich auch. Aber gut, dann nehmt euch mal eben hier das Chariot. Und jetzt flieht ihr, hoffentlich erfolgreich. Schön nach hier hinten. Und dann hoffe ich, wartet mal, wir haben sogar noch, hoffe ich zum einen, dass das rechtzeitig fertig wird und dass der Juggernaut hier gut geheilt wird dadurch. Wenn wir das Chariot, dann hätten wir 2 von 39 besiegt, aber wir müssen ja gar nicht alle besiegen. Wir müssen nur gucken, dass die so geschwächt werden, dass die keine Lust mehr haben zu kämpfen und dass die dann abhauen. Hier alle hier drauf und der Juggernaut darf sich... ATAA da vornehmen. Solange die ATAAs hier beschäftigt sind. Das wird jetzt hier repariert. Das ist nett. Der Firehawk darf hier auf den Chariot drauf. Du darfst hier lang. Ihr dürft auch alle hier hin. Und meine Flugeinheiten greifen ebenfalls die ATAAs an. Jetzt greift die ATAA zurück an. Aber ich glaube... Ich hoffe wirklich, dass das die letzte Anti-Flugeinheit ist. Irgendwie werden die Zahlen nicht mehr richtig angegeben. Ich bin mir zu 100% sicher, dass da 2 ATAAs stand und nicht mehr, nicht 3 oder so. Zurückbleiben, zurückbleiben. Schön, dass der direkt wieder zurückfahren kann. Ich weiß aber immer noch nicht, wo Tybazan ist, muss ich sagen. Der versteckt sich irgendwo. Du darfst abhauen und du ebenfalls. Der macht nämlich jetzt seine Selbstzerstörung vermutlich, oder? Sind hier irgendwo Einheiten? Nope. Nicht, dass ich sie sehen würde. Ihr kommt jetzt auch nochmal ein Stück zurück, bitte. Bisher könnte es besser laufen, dadurch, dass auch meine SPMA-T oder was auch immer das war, SPMA-G, vernichtet worden ist. Ist das nicht so nett. Aber es könnte auch schlimmer laufen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die ganzen Chariots vernichtet kommen und Tybazan. Tybazan zu vernichten wäre schon nett. Auch noch eine Command hier mit dabei. Ihr sollt hier bitte auf Tybazan gehen. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Hier irgendwo muss der aber sein. Okay, geht erstmal eben. Ihr seid besser gegen Infanterie als alles andere. Deswegen vernichtet die Infanterie hier. Du machst deine Power auf Main Batteries. Aber momentan sind die hier noch mit vollem Leben, meine Flugeinheiten. Scheint mich Tybazan oder so anzugreifen. Ja, von da unten greift mich Tybazan an. Aber auch hier bin ich jetzt wieder in vollem Umfang noch mit dabei. Keine Ahnung, wo der hin ist, der Typ. Bomben, 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 Bomben. Das ist nicht gut, aber immerhin habe ich meine Flugeinheiten gesichert. Das ist aber ganz und gar nicht gut. Die will ich am wenigsten verlieren. Hier werden jetzt Einheiten von mir vernichtet. Unnett. Unschön. Aber immerhin haben die die Landezone hier noch nicht. Das heißt, so viele Einheiten auf einmal können sie nicht hier einsetzen. Du hier drauf. Du hier drauf. Oh, das tut schon weh hier. Du darfst abhauen. Hier dürft bitte hier bleiben. Landezone werden sie gleich kriegen. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich hier überrennen. Abhauen hier. Du jetzt auch. Ja, wenn die Chariots sich dann einmal eingeschossen haben, dann hat man ein Problem. Aber wir haben schon auch einige Chariot-Einheiten jetzt vernichtet. Die nehmen den Landeplatz erstmal nicht ein. Das ist sehr nett. Ihr dürft zur Verteidigung ausrücken hier.
Jetzt nehmen sie sich den, das ist klar. Und damit wird es extrem viel schwieriger. Ah, vielleicht kann ich sie auch davon abhalten. Okay, da holen sie sich einen Bunker. Damit wird es noch schwieriger, das für mich hier zu halten. Kommt mal hier lang. Und, ich wollte euch eigentlich befehlen, dass ihr hier die Infanterieeinheiten nehmt. Das sind alles Mandalorianer. Kommt schon, irgendwann müsst ihr doch mal einsehen, dass es reicht für euch. Ihr schafft das hier nicht. Ihr werdet das hier nicht schaffen. Du kannst mal repariert werden hier. Oh, du darfst auch repariert werden. Ihr dürft dafür hier runterkommen. Du darfst hier hinkommen. Ihr nehmt euch jetzt hier die Mandalorianer bitte vor. Dann das Chariot. Oh, hätten wir 5 Flugeinheiten, ne? Dann wären wir jetzt schon durch. Dann wären wir jetzt schon durch mit dem Ganzen hier. Immerhin funktioniert unser Anti-Infanterieturm hier noch. Geh bitte ein Stückchen vor. Dass der Reparaturturm hier weiterhält. Ja, die Hyper Velocity Gun möchte ich absolut nicht verlieren. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit, dass wir die hier verlieren werden. Noch ist sie nicht zerstört. Noch sind sie aber auch noch nicht abgehauen. Ich finde, so langsam könnten die ruhig mal abhauen hier. Und schon so viele Firehawks vernichtet. Ich finde, langsam reicht es. Und das war's mit der Hypervelocity Gun. Die müssen wir also auf jeden Fall neu bauen. Oh, vernichtet den. Das werdet ihr nicht schaffen. Haut ab. Wir haben noch einen Reparaturturm. Aber Aurora Sky werden wir aufgeben müssen. Es sei denn, wir schaffen es in allerletzter Sekunde noch, hier irgendwas zu reißen. Aber momentan sieht es nicht danach aus. Und ich den hier. Helf mit. Alle immer auf eine Einheit gehen. Kommt schon, ihr könnt es nicht gewinnen. Ihr könnt es nicht gewinnen. Wir gewinnen das, ihr nicht. Jetzt rücken sie wieder ein bisschen ab. Oh mein Gott, gut, dass die nicht auf meine Flugeinheiten und den Reparaturturm gegangen sind. Oh, das wird so ein knappes Ding hier. Und wir haben so viele Chariots jetzt schon vernichtet. Ich verstehe es nicht. Langsam aber sicher müssten die abhauen. Aber Tyber Zan ist auch noch hier irgendwo unterwegs. Ja, die müssen hier weiter repariert werden. Wir haben aber auch keine Chance, noch einen weiteren Reparaturturm uns zu holen. Haut ab, damit ist der Reparaturturm weg. Das ist sehr schade. Und das bedeutet auch, dass wir eigentlich fliehen sollten. Aber wir haben keine Möglichkeit zu fliehen. Greift die an. Wir haben halt 0 Credits. Obra Sky will ich absolut nicht verlieren. Aber solange die hier auf den... Vielleicht das könnte... Warte, bleib zurück. Solange die auf den Energiegenerator gehen, ist alles andere vollkommen egal. Aber langsam checken sie, dass sie ein Problem hier haben. Kommt schon. Schön die Chariots vernichten. Jetzt greifen sie auf mich an. Und da ist irgendwo Tyber Zan. Sie fliehen! Sie fliehen! Das heißt, wir haben eine Hypervelocity Gun verloren. Nein, den Field Commander auch? Oh, das ist schade. Das ist extrem schade. Aber wow. Wow, dass wir das noch geschafft haben. Mein Herz. Meinem Herz geht's nicht gut, Leute. Auf nach Zeltros. In der Hoffnung, Zeltros kriegen zu können. In der Hoffnung, gleich Geld zu kriegen, um dann von Kuat aus hier Geld machen zu können. Bilbringi, ist klar. Vernichtet mich doch einfach. Wie groß ist die Flotte? 472, nie im Leben schaffen wir das. Also ich meine, wenn wir jetzt hier einen Validusa haben mit der Dreadnought-Schiffswerft, können wir da ein bisschen Spaß haben. Aber 5 Integos, 2 Phalanxe. Okay, das hauptsächlich die Integos machen hier. Das sind 300 Punkte, die Integos alleine. Mal schauen, wir haben eine Hypervelocity Gun. Damit können wir die Phalanxe auseinandernehmen auf jeden Fall. Ich trinke mal einen Schluck und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass bei Obra Sky jetzt Einheiten nachrücken werden.
dass wir da mindestens ein AT-AT nochmal hinkriegen. Wir haben eine Validusa, das ist nett. Das heißt, diese Folge hier ist sehr von Verteidigung geprägt. Peltast ist so wahrscheinlich das Beste, was wir machen können, den zu bombardieren, weil der relativ schnell dann kaputt geht. Und gleichzeitig macht er immensen Schaden bei der Validusa, wenn die den richtig einsetzen. Wartet. Hier kommt ein Stück zurück. Die anderen können alle quasi... ihr beiden kommt bitte auch ein Stück zurück. Ich hoffe, dass sie das zumindest schaffen, sich hier ein Stück zurückzuziehen und dann geordnet sich wieder dahinsetzen. Alle Jäger und Bomber dürfen auf die Mukuria hier gehen. Die Mukuria vernichten und dann hoffentlich... Dann auf den Phalanx hier. Der Peltast ist Schrott, das ist nett. Sogar sehr nett. Das Ding ist, ich will die hier in Reichweite meiner Validusa haben, weil die Validusa kann ja reparieren. Wartet mal. Ihr drei, kommt bitte zurück und verteidigt das. Genauso wie auch du. Und ihr dürft euch langsam umdrehen, wenn ihr könnt. Umdrehen. Die Bomber haben jetzt die Mukuria hoffentlich vernichtet. Und jetzt geht ihr hier auf den Phalanx. Der nächste Hypervelocity-Gun-Schuss muss auf diesen Peltast gehen. Ihr dreht euch auch ein Stück. Ich hätte die lieber hinter der Validusa gehabt. Jetzt kriegt der Sternzerstörer hier schon sein Fett weg. Das mag ich nicht. Aber was will man machen, ne? Dafür waren wir leider nicht schnell genug. Oder die zu schnell, je nachdem, wie man es nimmt. Aber wenn der Phalanx schon mal weg ist, wäre das super. Ihr dürft hier auf den Intego gehen. Da kommen jetzt auch die ersten Raketen auf den Intego von der Validusa. Dann haben wir hier 36 Punkte. Und wie viel ist der Peltast? Hätten wir schon 56 von den 400 irgendwas weg. Aber der Peltast haut hier auch schon drauf. Wahrscheinlich hätten wir den anderen Peltast nicht besiegen sollen komplett. Zumindest, der hatte keine Antriebe mehr. Das hätte erstmal gereicht. Ah, Detektor ist hier schon halb Schrott. Geht auf den anderen Phalanx, der ist einfach zu besiegen. Also einfacher als so ein Intego. Da kommt aber der nächste Intego. Aber die ist immer noch auf volle Schilde. Und die Dreadnoughts dürfen hier jetzt auch schießen. Schafft ihr da bitte den Phalanx zu vernichten? Das wäre nett. Die Hypervelocity Gun kann versuchen, ist der Peltast. Den Peltast da zu erreichen. Da ein bisschen durchzukommen. Und der Intego. Ah, oh, schade, der kümmert sich um die Dreadnoughts. Das ist extrem schade. Komm, kannst du jetzt mal hier den. Aber der schafft den nicht mehr, weil der Intego davor sitzt. Das ist dann wohl ebenfalls schade. Und der hat immer noch seinen Super-Mega-Maser hier, der Peltast. Ebenfalls sehr schade. Oh, und die Validusa hier braucht ihre Zeit, bis sie da die Schilde vom Intego durchkriegt. Gehen wir also weiter hier auf den Phalanx. Die Intego sind zu krass, zumindest was die Schilde angeht. Den Peltast würde ich aber wirklich gerne noch vernichtet sehen. Das ist extrem schade. Na komm, der Phalanx muss jetzt hier vernichtet werden, bitte. Das solltest du schaffen. Und dann auf den Intego gehen. Aber das sieht schlecht aus. Die Hypervelocity Gun kann nochmal auf den Peltast gehen. Dass der vernichtet wird. Und den Intego hätte ich natürlich gerne hier vernichtet, aber... Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier... Es ist keine große Flotte, aber... Ja, die ziehe ich raus. Sehr schade um Bill Bringy. Wir müssen gucken, dass wir es am Boden verteidigen können. Es ist kein sicherer Verlust.
Aber es macht das Ganze natürlich schwieriger. So sehr ich mich darüber freue, dass wir da unten in Richtung Iriado-Autorität weiterkommen, umso schwieriger ist das Ganze jetzt hier. Zurück zur Galaxiskarte. Einmal kurz Pause machen, bitte. Jetzt verschwindet doch von Obraskai. Ich habe euch besiegt. Ich ziehe die erstmal hier am Boden nach Corsin. Die wollen wieder nach Kominor. Das ist interessant. Das kann nur von Zeltros. Das ist richtig gut für uns. Wenn die keine Bodeneinheiten dabei haben, ist das absolut genial für uns. Keine Bodeneinheiten dabei. Da müssen wir fliehen. Das schaffen wir auf gar keinen Fall. Wir haben auch keine Hypervelostigern. Mit Hypervelostigern. Es ist eine kleine Flotte, aber trotzdem. Da das Größte, was wir haben, ein Strike-Kreuzer ist. Hätten wir jetzt ein Victory oder so? Hätte das vielleicht funktionieren können. Wobei wir hätten uns aufteilen können mit den Lancers. Aber das verlieren wir. Ohne Hypervelostigern zu 100%. Deswegen lieber abhauen. Zack, zack. Ah, doch, mit einem Victory hätten wir das auf jeden Fall gewonnen und eine Hypervelostigern. Aber naja. Zurück zur Galaxiskarte und jetzt hoffen wir, dass Izzard rechtzeitig bei Zeltros ankommt, um da Bodeneinheiten abzufangen, bevor die Richtung Kominor kommen. Und das sieht mir extrem gut aus. Wer bist du? Eine AT-AT. Schade, dass wir nicht mehr Bodeneinheiten abgefangen haben. Aber gut, 5 Sternzerstörer und ein Interdiktor ist nicht wenig. Das kann für Izzard gefährlich werden. Aber nicht zu gefährlich. Das sollten wir hinkriegen. Und es sind dann halt einfach 5 Sternzerstörer, die die dann nicht mehr haben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir eigentlich auch unten Chardan angreifen würden. Die einzige Capital Shipyard, die die Iriado-Autorität jetzt noch hat. Hätten wir vielleicht machen sollen, aber die setzen uns jetzt hier auch so unter Druck. 1, 2. Vielleicht funktioniert das ja. Die müssen aufeinander zu ziehen. Wahrscheinlich nicht, weil die eine Raumstation haben, aber möglich ist es ja, dass man hier Glück hat. Wissen kann man das nie. Ihr dürft auf jeden Fall hier mal auf den Gravity Well Generator gehen. Für den Fall der Fälle. Aber gut, wenn das das einzige Schiff ist, was sich loslöst, nehme ich das auch gerne. Also das nehme ich dankend an. Hier, der Held mit dem AT-AT und der Interdiktor. Genau die Ziele, die ich als erstes treffen möchte. Lösen sich von der Flotte und lassen sich von mir besiegen. Ey, das, was ist das hier? Ist das Comedy? Bin ich bei versteckter Kamera oder so? Und dann du hier lang. Du zurück. Ihr zurück. Und ihr dürft hier rein. Damit ist die Interdiktor-Gefahr für mich zu Ende. Und ich kann mich entspannt zurücklehnen und einfach hoffen, dass mir nichts passiert. Und wenn mir doch was passiert, kann ich einfach fliehen. Oh, deswegen verliere ich gerade so viel Leben. Das ist interessant. Die wollen auf meine Dingsbums gehen. Auf meine Tonfalks. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber momentan ist es... Jawohl, der ist einfach auseinandergebrochen. Perfekt. Der bricht auch einfach auseinander und damit haben sie noch 2, die viel zu spät in den Kampf eintreten. Was bedeutet, dass wir den Luftraum über Zeltros befreit haben und wir könnten theoretisch Zeltros nehmen. Ich weiß gerade nicht, wie es mit unseren mit unserem Infrastructure Score aussieht. Das Problem ist allerdings auch, dass wir auch kein Geld haben und wir keine Bodentruppen haben, um das hier einzunehmen. Wenn das hier schon mal einigermaßen regeln könnten, das wäre gut. Dann wäre Kominor nicht mehr in Gefahr. Und Jindain von der Greater Medu zumindest auch nicht mehr. Die neue Republik kann da noch Probleme machen, aber alle anderen nicht. Die Lancer. Ich hätte gerne eine neue Lancer, aber wir haben halt, wie gesagt, zu wenig Geld. Komm, nehmt euch mal eben erst hier. Ah, schön, der Held ist Schrott. Das ist perfekt. Puh, das läuft wieder besser. Ist halt die Frage, wie es bei Bilbringi abläuft, ne? Da will ich keine Wetten abschließen. Kurze Pause. Denon.
Denon, Denon, Denon. Den Interdiktor, den Aklamator kann ich mal hier hinholen. Hier könnte man nach Corellia kommen. Und ich warte, bis ich mehr Geld habe, um Entscheidungen zu treffen. Bitte, danke. Oh. Das ist sehr schlecht. Das heißt, ich muss jetzt hier zu dem Preis, den ich habe, noch schnell Sachen bauen. Bei Kuat ein AT-AT, ein Dropship und mehr kann ich gerade nicht machen. Weil mein Infrastructure Score so niedrig ist. Ja, weil Denon und Duro mich halt runterziehen. Aber hier kriege ich zumindest 1, 2, 3, macht 6, 8 Punkte. 10, 12. Damit bin ich dann zumindest bei plus 1. 14 Punkte. Bei Jindain könnte ich mal wieder ein Dings gebrauchen. Aber das bedeutet auch, dass wir Zeltros auf gar keinen Fall nehmen können. Du kommst hier rüber. Und wir greifen die Einheiten bei Komenor an. Und dann müssen wir gucken mit Redefon und Kashyyyk, wie es da aussieht. Und Bilbringi macht mir halt immer noch Bauchschmerzen, ne? Oh, dass unser Infrastructure Score jetzt so niedrig ist, war zu erwarten, nervt mich aber trotzdem. Wie groß ist die Flotte jetzt? Nur noch 351. Ist aber immer noch groß genug. Die 50er Flotte hier können wir mal eben kurz wegnehmen, das ist nicht so schlimm. Aber wir müssen jetzt mindestens einen Zyklus, wenn nicht zwei Zyklen, warten, bis wir den nächsten Planeten einnehmen können. Und werden mit immensen Produktionseinbußen zu kämpfen haben. Das ist nicht gut. Aber wir müssen jetzt hier gucken, dass wir die Greater Module zeigen, dass die uns auch nicht so behandeln können, wie sie es wollen. Sehr schön, selbst wenn sie jetzt fliehen sollten und ich das übersehe, kommt kein Schiff mehr hier weg. Gewonnen, das ist nett. Zurück zur Galaxiskarte. Ich würde sehr gerne mit Aizad jetzt nach da oben gehen zu Bilbringi, aber ich fürchte, das ist zeitlich nicht mehr drin und dann kann ich hier Rede von Harpes Cheruba vergessen. Deswegen versuche ich es jetzt erstmal in Richtung Rede von. Und hoffe, dass sich das mit unserem Infrastructure Scorer bald schnell bessert. Das ist gut. Bei Duro hat sich's. Haben wir jetzt schon ein bisschen. 300. 400 Credits. Das ist sehr nett. Das gibt uns wieder Knete. Warte, Base Income ist 400 Credits? Alter, hier brauchen wir ganz dringend eine Tax Collection Agency. 800 Credits könnten wir dann da kriegen. Gut, hier werden wir nichts machen können bei Redefon, aber wir haben auch noch Cheruba und Harpes, die wir uns anschauen können. Und wir können jetzt Einheiten von Corsin nach Obroa Sky schicken. Obroa Sky hat es sowas von dringend nötig, da Einheiten hinzukriegen. Wir haben bei Corsin jetzt nur 3 Flugeinheiten, obwohl ich da lieber 4 hätte, aber ne, die beiden Flugeinheiten, die wir gerade mit dahin genommen haben, müssen wir jetzt nach Obroa Sky packen, damit Obroa Sky weiter kampffähig bleibt. Du haust ab. Hätten die nur einen Interdiktor, würde ich das Ganze hier wagen, aber das ist mir zu risky bei so einer 400er Flotte. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch Harpes und Cheruba, die wir uns angucken können. Oh, wir gehen sogar nach Galanor, das ist nett. Bei Corsin möchte ich bitte 1, 2, 3, 4 euch schnell nach Obroa Sky holen. Da ist noch jemand vorne drin. Perfekt. Cheruba, wie sieht's hier aus? Da haben sie nichts. Das ist sehr schön. Dürft ihr auch deren Infrastructure Score ein bisschen runterziehen und dann können wir auch nochmal bei Harpes gucken. Harpes ist vielleicht wieder besser verteidigt, aber vielleicht haben die auch nur diese 400er Flotte bei Redefon und wenn das der Fall ist, kann ich nach Kashyyyk gehen und mir von da aus vielleicht auch die ein oder andere Schiffswerft von denen wieder klauen. Das hatte die Greater Madrid mal für 3-4 Zyklen ein bisschen zurückgeworfen, so wie es jetzt die Iriado-Autorität gerade zurückwirft. Könnte mir ein bisschen helfen, hier
ein bisschen durchzuatmen, bis ich wieder die Chance habe, neue Sachen zu bauen, Duro besser und Denon besser zu verteidigen und so. Aber mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.